Mein Name ist Patrick Verlandegem und ich bin seit 30 Jahren Versicherungsagent bei der Agence Principale Foyer Assure. Ein Diebstahl kann an der Nacht oder am hellen Tag geschehen, wenn du daheim sitzt oder nicht. Dafür ist es wichtig, eine Diebstahlversicherung zu haben, aber das ist auch ganz wichtig, den Wert von ihrem Mobiliar und von ihren Wertsachen richtig zu definieren. Wichtig ist es auch zu wissen, wie ihr versichert das oder nicht. Der klassische Fall ist ein Abbruch, den wir auch als Fall per E-Fraktion bezeichnen. Hier behält die Assurance den Schritt vom Abbruch, zum Beispiel ein Verzeihertier, oder ein angeschlagene Glasscheibe. Neben dem Wohl vom Inhalt ist normalerweise auch der Vandalismus innerhalb von der Wohnung mitversichert. Besonders bei der Assurance Wollen gehen eine ganze Reihe wichtige Klauseln, auf die ihr gut aufpassen müsst. Zum Beispiel kann Bargeld gut nicht oder wenig versichert sein. Bei Wertsachen gehen meistens limitiert Beträge bzw. spezifisch Regeln. Was die Wertsache nur geht, die sind normalerweise bis zu einem gewissen maximalen Prozentsatz von der Gesamtheit von der Valor vom Konto versichert. Auch zählt die Regel, dass aber gewissen Montant den Objekt unter Verschluss oder an einem Safe muss leihen, für versichert zu sein. Es ist auch wichtig zu wissen, wie lange in sein Haus unbewohnt kann losen, ehe dass er eventuell den Versicherungsschutz verliert. Klauseln, die bei Alarmen einen Rabatt geben, aber dabei ihn dann den Versicherungsschutz verliert, sind nicht gut. Der Vol par Escalade und der Vol par Ruse sind noch versichert. Natürlich auch der Vol par Menace et Violence. Der Vol simple ist nicht versichert. Wenn zum Beispiel die Putzfrau oder der gute Kollege einfach an die Hause rackend und sich dort serviert, kann die Assurance nicht abkommen. Dasselbe zählt beim Vol simple, wenn der Dave einfach an die Hause rackend, weil um Rechaussee Tieren oder die Fenster abfahren. Verschiedene Assurancen versichern auch der Vol simple du Mobilier de Jardin. Leider zählen dort Verluste nicht dabei. Finalement, also ganz wichtig zu wissen, dass die Assurance-Gesellschaften alle Gute verlangen, dass den Diebstahl binnen von 24 Stunden bei der Polizei gemeldet wird. Für weitere Fragen stehe ich mit meiner ganzen Equipe Foyer Assura natürlich ganz gerne zu Ihrer Verfügung.